Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Elex 2. Im letzten Part haben wir uns mit Kaya auf nach Tavar gemacht, um hier so ein paar Maschinen zu verkloppen. Und was soll ich sagen? Ich glaube, die Quest ist ein bisschen zu früh für uns gewesen, aber ich wollte halt nach Tavar, ne? Aber naja, gut. Wir werden jetzt mal versuchen, irgendwie zu überleben und das strategisch schlau anzugehen. Das Geile ist halt, ich habe es geschafft, meinen Bogen zu verkaufen, den einzigen, den ich tragen konnte. Blöd. Aber das macht ja nichts, wir werden auch wieder einen kriegen. Ey, ey, ey! So, den ersten haben wir schon wieder. Guck mal. Baller ich mir jetzt schon einen Trank rein? Ich glaube, eine schaffe ich noch. Eine schaffe ich, glaube ich, noch. Wir machen das entspannt. Oh, wir können ja auch viel quicksafen. Ist ja kein Thema. Da oben im Baum hängt noch eine rum. Guck mal. Die hängt da ganz da oben. Macht mir ein bisschen Sorge. Oh je! Ich hab sie noch gesehen, aber da war es schon zu spät. Okay, warte, Trank, Trank, schnell ein Trank. Jo, Bruder, hau mal rein. Besser wäre eigentlich gebratenes Fleisch, ne? Mal eben gucken. Gebratenes Fleisch wäre. Oh. Muss ein bisschen aufpassen, das Game pausiert nämlich nicht, wenn man ins Inventar reingeht. Also da auch mal ein bisschen Obacht. Kümmern wir uns doch erstmal um den da. Oh, Scheiße, der hat einen Totenkopf dran. Diese Robots sind ganz schön hartnäckig, was? Ja. Man sollte diesen Fanatikern ihren eigenen Schrott zu fressen geben. Wir kriegen das schon in den Griff. Irgendjemand hat sie also gekapert. Aber mit welcher Absicht? Das werden wir bestimmt noch rausfinden. Warte, ein bisschen straven, dann ist das irgendwie doof zu treffen. Oh, Leute, Waffe vielleicht mal raus, die Junge. Würde helfen. Also ich will nichts sagen, ne? Aber der Kampf in der Luft. Das meinst du? Lass uns den Rest auch noch erledigen, dann sehen wir weiter. Okay. Sagen, der Kampf in der Luft ist deutlich cooler als im ersten Teil. Man ist viel wendiger durch dieses in der Luft schweben und sich da rumbewegen und so kannst du viel geiler kämpfen. Also das muss ich schon mal sagen, das gefällt mir richtig gut. So, hier ist nichts mehr. Jetzt müssen wir zurück in diese Richtung. Ich würde jetzt mal vorschlagen, da ist der verlassene Hof. Lass uns mal vom verlassenen Hof hier lang gehen. Und dann dahin. Das ist, glaube ich, der Weg. Den wären wir jetzt sowieso gegangen, weil ich ja eigentlich nach Tavar wollte, ne? Wir sind jetzt halt ein bisschen etwas zu früh in diese Mission gestartet. Ich sage euch, wie es ist. Der eine Gegner hatte gerade einen Totenkopf. Wenn wir nicht auf leicht spielen würden, hätten wir das nicht geschafft. Also das ist ganz klar, das ist ein eindeutiges Signal, dass wir hier noch nicht sein sollen. Aber ist auch egal. Jetzt erstmal runter auf die Straße. Da ist sie. Ich denke, diese Straße war's. Und dann machen wir uns ja ganz gemütlich. Boah, das ist ein dicker Raptor, ey, das ist ja irre. Hier ist überall Kacke. Egal, wo ich hingehe, ist es gefährlich. Dann gehen wir lieber... Da ist ja auch ein Raptor. Nö, müsst ihr nicht über Raptoren sein, Leute. Ich will doch einfach nur ein bisschen durch die Gegend eiern. Okay, weil wir müssen da hin. Wir versuchen mal den direkten Approach. Einfach über den Hügel und runter. Vielleicht klappt das. Quicksafen und los geht's. Einfach mal machen. So ein bisschen Geronimo-Style. Was ist das? Das ist eine Ratte. Wie wir ja gelernt haben, dürfen wir Ratten nicht mehr einfach hauen, weil... Nicht gut. Bäh. Kranke Pestratte. Die dürfen wir hauen. Die ist nämlich krank und greift uns an. Dann ist okay. Kranke Viecher, kaputt kloppen, kein Thema. Aber gesunde, das geht gegen dein Karma. Da geht das Chaos nach oben. The chaos is rising. Ja, das ist dann so. Lass mal eben hier in diesen Schutzbunker reingehen, der offensichtlich... Oh. Oh ja, der hat es nicht so gut überlebt, ne? Noch ein paar Bolzen mitnehmen. Thermoflasche, alte Lampe, sonst noch irgendwas? Nee? Ja gut. Er hat hier seine eigene kleine Vault, ne? Also so ein bisschen Fallout für sich solo. Hat nicht so gut funktioniert, sag ich mal. So eine dicke Spinne. Wollen wir es mal versuchen, ob wir die schon platt kriegen oder nicht? Ich glaube noch nicht. Ich denke, das wird noch so ein Widerlichkeitsgegner sein, den wir uns noch nicht stellen sollten. Aber wir probieren es einfach mal. Wir sehen ja gleich, ob sie einen Totenkopf hat oder nicht. Nicht wahr? Oh, ist das ekelhaft, Mann. So etwas... nee, danke. Wissen wir Bescheid. Tschüss. Auf Wiedersehen. Einfach hier runter. Und adios. Woo. So, schon haben wir Ruhe. Komm mal ran, du Kretter. Dich kann ich da hauen. Das ist ja kein Thema.
Das Problem beim Kritter ist einfach nur, dass mir die Ausdauer ausgeht. Und dann muss Kaya eigentlich übernehmen. Genau. Das ist Teamwork, Kaya. Naiso. Und jetzt können wir wieder. Ach, wunderbar. Wir sind einfach ein gutes, eingespieltes Team. Kannst du nicht meckern. Hier ist eine Höhle. Oh. Das ist, sieht einladend aus, aber ihr wisst, wie das so ist. So eine Höhle, ne? Da kann ja alles drin schlummern und stecken. Oh, hier ist auch ein Stuhl davor. Ah gut, der hat's hinter sich, ne? Das sieht aus wie so ein klassischer Wackenstuhl am Ende von Wacken, ne? Den nimmst du dir heile mit. Und nach einem Wacken sieht er dann so aus, wenn es gut läuft. Wie ist das so mit Lampen und so? Gibt's sowas? Laternen? Fackeln? Eine Erzader. Daraus wird nichts. Das passende Werkzeug noch nicht. Ja, wenn das jetzt hier irgendwie Gothic 3 wäre, würden wenigstens die Stöcker und Steine so schön leuchten, aber ist nicht. Hier habe ich schon irgendwas, was leuchtet. Hier habe ich Tränke, Stims, Nahrung. Pflanzen, Materialien, Jetpack. Sonstiges. Ich habe nichts, was irgendwie Licht macht. Das ist ein bisschen doof, ne? Im Dunkeln hier rumeiern ist irgendwie blöd. Ah, hier ist eh zu Ende. Oh, warte. Herzader. Ruhe. Moment, Bruder. Leichtes Schloss. Und so. Und zu einfach. Wir haben... Was ist das? Diebesmodifikator. Nice. Und einen mittleren Heiltrank. Gönnen wir uns natürlich alles. Immer rein damit. Und dann gehen wir raus hier aus dieser Dunkelheit. Für all diejenigen, die auf einem OLED-Display gucken, ihr seht auch nichts mehr, oder? Also bei mir ist rabenschwarze Nacht. Da ist nichts mehr zu erkennen. Gehen wir mal raus. Und dann weiter in diese Richtung. Hier irgendwo scheinen die nächsten... Oh, vorsichtig. Ganz vorsichtig und entspannt. Da fliegt irgendwas rum, das ist nicht so schlimm. Da krabbelt irgendwas rum, das ist auch nicht so schlimm. Wobei, der sieht ein bisschen böse aus. Ich probiere es trotzdem mal. Der sieht ein bisschen aus, als wäre zu krass. Der ist so stabil. Oh, oh, Schack. Wir versuchen es trotzdem mal. Ne, guck mal hier. Oh, oh. Oh, ein bisschen rumlaufen. Oh. Wenn der dann trifft, dann trifft er aber auch. Ne? Oh, jetzt aber, komm. Wir müssen irgendwie die Ausdauer runterknallen und dann ist er uns. Ah ja, ne? Regeln bitte. Oh, Junge, Junge, Junge. Jetzt wird's aber eng. Okay, das haben wir gerade so überlebt. Da ist es Zeit für was Leckeres zu essen. Wo ist denn meine Nahrung? 60 Gesundheit. Snack mal rein. Und dann snackst du dir direkt noch eine Kartoffelpfanne rein. Mwah, lecker, lecker, lecker. Gut. Während die so langsam ihre Wirkung entfaltet. Die Kraft der Kartoffel. Oh, was ist jetzt los? Ja, das hat ja nie so gut funktioniert. Geil. Dann gehen wir außen rum. Ich lass mich hier nicht, ne? Also, nee, nee, nee. Dann gehen wir halt außen rum, ne? Ist das halt so? Sind wir denn nah dran? Ja. Hinter dem Gebäude. Also hinter das Gebäude noch und dahinter, da sind sie. Und das sieht aus, als wäre hier so ein Banditenlager oder sowas. Ich glaube, wird kein schöner Ort für uns. Oh, da ist ein dicker Roboter, alles klar. Und direkt die Verlassung einleiten. Brauchen wir gar nicht weitergehen, Leute. Ich hoffe, das ist nicht die Maschine, um die es jetzt hier geht in dem Quest, weil dann haben wir ein Problem. Dann können wir die, glaube ich, noch nie abschließen. Das wäre ein bisschen doof. Du siehst auch richtig gemein aus. Was geht los? Zum Glück sieht sie nur gemein aus. Sie ist nicht so gemein. Wolltest du auch noch eben? Komm. Komm ran, Bruder. Komm ran. Oh, Jemine. Schön auf die Fresse. Du, ich bin Fernkämpfer. Merkst du das? Ja, ne? Merkt man gar nicht, ne? Ich merk's selber auch nicht. Kaya, bitte. Danke. Au, au, au. Ja. Bitte entspannt bleiben, ja? Wir haben alle einen schlechten Tag gehabt, ja? Aber... Was muss ich für die Spezialattacke machen? Was stand da? Halten? Oh, toll, daneben. Mega. Irgendwas muss ich für die Spezialattacke halten. Hat das jemand gesehen? Ich habe das nicht schnell genug mitgekriegt. Ich habe hier momentan immer nur mit den normalen Angriffen drauf. Das ist natürlich ein bisschen lame, ne? Ey, nicht den dicken Roboter. No, no. Was ist hier denn los? Hallo? So haben wir ja nicht gewettet, ne? Dass hier noch so eine Festratte ankommt. Oh, los, rauf da! Jawoll! Oh, die lebt ja immer noch. Meine Herr, die will ja gar nicht sterben. Gut, kann ich verstehen. Ich würde auch nicht sterben wollen, aber trotzdem. Irgendwann muss man auch mal loslassen, ne? Lass einfach los.
So, das scheint der Aufweg zu sein. Oh, oh. Ja, das sieht gut aus. Das ist wohl der Aufweg nach Tavar, ne? Der Aufweg, der Weg hinauf. Ja, guck, hier geht das hoch. Und dann geht das hier irgendwie in Tavar rein, wo auch immer. Hier scheint es hoch zu gehen. Und irgendwie so hier scheint es auch hoch zu gehen. Also das ist der Weg hinauf. Bevor wir aber hinaufgehen, gehen wir nochmal hinab. Und suchen die letzten Roboter. Alter, was bist du denn da hinten? Da gehen wir auch noch nicht hin. No, no. Wie viel sind das hier noch? Eine Menge. Oh, natürlich sind da auch so starke, krallende, sonst was Viecher. Ah, das wird schon. Guck mal hier. Hier irgendwo ist der erste. Irgendwo. Ja, oh oh. Immer schön ein bisschen straven. Oh oh. Das ist mein Motto heute irgendwie. Oh oh. Hast du das Ding? Dankeschön. Oh, scheiße. Ja, mit Raptor brauchen wir uns nicht anlegen, ne? Da können wir direkt die Verlassung einleiten. Hau dir mal einen Trank rein und dann nix wie weg. Tschüss, auf Wiedersehen. Oh, du folgst mir ja noch. Das ist aber schlecht. Oh Gott. Das ist ein Hornwolf. Oh, scheiße. Oh, kacke. Ah, direkt ein Genickbruch. Ah, jetzt renn doch einfach weg, Mann. Lass dich doch nicht von den Viechern da nerven. Was soll denn das? Oh Gott. Leider ein bisschen Probleme mit meinem neuen Jetpack noch. Los, hoch! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute! Da kein gutes Gefühl. Los, 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 hoch! Schnell! Und jetzt ein Trank. Jetzt aber ein Trank, aber ganz schnell. Los, rein damit! Aua, aua. Lass das! Was war denn das gerade? LOL! Toll, ich hab die Pestratte getroffen. Scheiße. Wollte nicht die Pestratte. Ja, ja, komm. So, Pestratte ist tot. Oh, nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Nur noch drei, nur noch drei. Trank. Oh Gott, ich habe hier nur noch Stress, Leute. Mein Stresslevel. Oh, was ist denn das hier immer am Huckeln? Merkt ihr das bei euch auch? Bei mir huckelt das irgendwie. Da, jetzt wieder. Richtige Slowdowns. Ganz eklig. Ist ja widerlich. Okay. Das ist, glaube ich, nicht so geil. Oh, hier wieder. Nee, das gefällt mir nicht, Leute. Das gefällt mir aber gar nicht. Guckt euch das an. Jebini. Wir rennen erstmal weg und ich würde sagen, dann wechsle ich mal doch wieder den Renderer von DirectX, was auch immer das hier gerade ist. 12 oder so, der Beta, zurück auf das Original. Und dann gucken wir, ob es da auch diese Slowdowns gibt, weil das ist ja nicht schön. Überleg mal, ich bin eine 4090, ne? Eine 4090 drin und das ist ja am komisches Rumhuckeln. Oh nein. Erstmal wegrennen. Hab ich jetzt. Ich hab noch nicht alle. Oh je, oh je, oh je. Erstmal quicksafen. Wie viel sind das denn noch? Das Problem ist, die sind alle hier mittendrin, während hier so drei andere Viecher uns verfolgen. Da kannst du dich halt schlecht auf den Gegner konzentrieren. Wenn das Game halt meint, na komm. Schmeißt dir mal noch ein paar andere Gegner um die Ohren. Junge, jetzt verpiss dich doch einfach mal. Ja, Achtung. Oh, die sind tot. Guck mal. Oh nein, oh nein. Oh, der nächste schon wieder. Okay, lass mir erstmal die Verlassung einleiten. Das hat gar keinen Sinn. Ich hoffe, das ist ein Bett oder sowas. Sind wir hier sicher? Moin, ich habe ein paar Gegner mitgebracht. Ist scheiße. Dann ins Bett legen, komm. Schlafen. Schlechter Zeitpunkt. Das geht nicht, wenn wir angegriffen werden. Hilf mal mit, Bruder. Ach, guck mal, die Wache ist richtig stabil. Sehr gut. Das ist der Weg, Leute. Einfach die Leute hierher locken. Jetzt aber weg. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Und schon kriegst du die Erfahrungspunkte nicht. Scheiße. Endlich nimmst du. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das so eine gute Idee war, die Outlaws nicht komplett von hier zu vertreiben. Wie meinst du das? Wir haben ihnen unsere Rüstungen gegeben, sie wie Berserker angezogen und lassen sie unsere Setzlinge pflegen. Das heißt aber nicht, dass sie wirklich Berserker sind.
Ich weiß einfach nicht, ob wir diese Grobmotoriker wirklich an unsere heiligsten Pflanzen lassen sollten. Das ist alles. Da hinten explodiert noch irgendwas. Mega gut. Ja, Kaya, das kann ich dir auch nicht sagen. Ich würde jetzt erstmal bis zum nächsten Morgen schlummern. Dann safen. Und dann, wenn sich hoffentlich alles ein bisschen beruhigt hat, ne? Verdammt. Verdammt. Mir läuft die Zeit davon. Ja, das höre ich immer wieder. Aber es wird schon. Ich weiß nicht, hat das wirklich eine Auswirkung? Also, wird das schlimmer, je... Was ist denn da hinten los, Alter? Je länger ich mir Zeit lasse, oder ist das einfach nur, um Druck aufzubauen und in Wirklichkeit ist es egal? Wir müssen noch zwei Viecher finden. Da ist der erste. Ich sehe den nicht, aber irgendwo hier muss der sein. Guck mal da. Tot. Tot. Und jetzt ist nur noch da vorne eins. Und das Problem ist, direkt da ist auch der fette. Geil oder geil? Da ist die Drohne. Das schaffen wir noch eben. Komm. Eben nur die Drohne wegmachen. Komm. Hoch, hoch und rauf. Prügel das Ding kaputt da. Oh. Weiß ich nicht. Oh, wie es am Buckeln ist. Bruder. Nicht den Raptor. Oh Gott. Noch einmal die Drohne. Dankeschön. Verika Schrott ist abgeschlossen. Jetzt nix wie weg. Zurück. Wieder zurück. Hier ist alles voll. Das ist mein Leben. Lauf! Einfach wieder zurück. Alles gut. Quest ist abgeschlossen. Das ist das Wichtigste. Meine Herren. Und dann machen wir erstmal Quests, die in unserer Range sind. Wo ich nicht die ganze Zeit abhauen muss wie so eine Wurst. Moin, ich bin's wieder. Ich habe Besuch mitgebracht. Guck mal. Erstmal einen Trank rein. Schau mal da, was da gleich ankommt. Die sind ein bisschen ungehalten. Also, wäre nett, wenn du mir hilfst. Wache. So, wie sieht es jetzt aus? Ich denke, wir haben alle maschinellen Spione erledigt. Verfluchte Blechdosen. Am liebsten würde ich... Die Kleriker haben nichts damit zu tun. Jemand hat ihre Maschinen umgepolt. Ach ja? Und da bist du dir ganz sicher? Ich habe mir die Dinge mal genauer angesehen. Wie ich schon vermutet habe, sind sie umgepolt worden. Die Kleriker selbst stecken jedenfalls nicht hinter diesen Angriffen. Na gut, ich werde deinem Urteil vertrauen und werde das jetzt nicht weiterverfolgen. Trotzdem hoffe ich, dass so etwas ein Einzelfall bleibt in Tavar. Wie auch immer, ich danke dir für deine Hilfe. Immer gerne. Gern geschehen, du kannst auf mich zählen? Ja, ja, schon okay. Spar dir den Scheiß. Hab ich denn eine Wahl? Alter, das wäre eine gute Beziehung. Nee, wir sind hier oben natürlich. Gern geschehen. Positive Wahl. Du kannst auf mich zählen. Wenn du wieder einmal so eine Sache verfolgst, dann gib mir Bescheid. In Ordnung, das werde ich. Sehr gut. Damit haben wir das erstmal. Boah, und wir sind jetzt in Tavar, da wo ich eigentlich hin wollte. Also eigentlich alles gut gelaufen. Und wo wir doch direkt jetzt hier sind, würde ich sagen, beginnen wir direkt damit, uns durch die Gegend zu quatschen. Ne? Kann noch nichts schief gehen. Wie gesagt, wir müssen jetzt eben die letzte Minute noch aushalten. Ich werde gleich mal eben den Renderer auf wieder das Original... Game stellen, also nicht diese Experimental DirectX 12 Kiste. Und ich hoffe, dass dann diese Slowdowns raus sind. Wenn jemand sonst irgendwie eine Idee hat, wie man die los wird, gerne in die Kommentare schreiben. Das war ja gerade schon ein bisschen scheiße. Also, geil war das nicht. Sieht das jemand hier, wenn ich jetzt so rumhacke? Ich lasse das erstmal noch. Ich wollte uns jetzt nicht gleich hier verscherzen. Mit allen, ne? Muss ja nicht. Düm, düm, düm. Wobei, das sieht doch keiner, wenn ich da hinten eben hacke. Kann ich das denn schon? Oh ja, Secure Code. Ja, gut. Ach hier, F, hacken. Ich bin nicht gut genug. Schade. Vielleicht finden wir den Code ja irgendwo. Ihr wisst das ja, oft ist der irgendwo in der Nähe. Dann kann man den erspähen, so environmental-mäßig. Oder irgendjemand erzählt ihn dir. Schönes Bierchen noch mitnehmen. Das kann ich fühlen. Gebratenes Fleisch. Komm, komm. Ja, gut. Dann mal gucken. Was seid ihr hier für Nasen? Wache, Wache, Wache. Mit dem brauchen wir nicht reden. Immer nur Leute, die irgendwie einen individuellen Namen haben. Alter, sieht das mal cool aus. Also ich will nichts sagen. Grafisch, muss man sagen, holt mich das schon ab. Der Hahn, er ist ganz leise am Krähen, aber ihr, meine Lieben, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle wieder einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann, hallo, gerne gleich im nächsten Paar wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.